Vom 10. bis 12. September 2010 war der Gospelchor Die Amatöne zu Gast auf dem Gospelkirchentag in Karlsruhe. Schon früh morgens starteten die 40 Sängerinnen und Sänger mit einem gecharterten Bus zu der knapp neunstündigen Fahrt ins Baden-Ländle. Gegen 15.30 Uhr erreichte der Chor das Hotel in der Karlsruher Innenstadt und nach dem Check-in ging es dann auch gleich weiter zum ersten Auftritt in den Stephanssaal. Obwohl das erste Konzert erst gegen 22.40 Uhr stattfand, war doch Eile geboten, da der Chor den sogenannten Soundcheck durchführen musste. Und es traten an diesem Abend noch 4 weitere Gospelchöre dort auf. Gegen 20.15 Uhr wurde es ernst, Generalprobe. Noch in Zivil lieferten die Amatöne dort schon ein kurzes Programm ihres Könnens ab, was auch nicht den Besuchern verborgen blieb. So war dann der Soundcheck bereits nach 12 Minuten passé und die Chormitglieder bereiteten sich auf das spätere Konzert vor. Dann war es endlich soweit. Der erste Auftritt. In ihren roten Roben stellten die Amatöne gute 45 Minuten ihr Können unter Beweis und unter dem Jubel der begeisterten Zuschauer gab der Gospelchor noch eine Zugabe, ehe der nächste Chor schon auf ihren Auftritt wartete. Der erste Auftritt setzte bereits Maßstäbe und innerhalb der Gospelgemeinde sprach sich der fulminante Auftritt der Amatöne aus Jade an diesem Abend wie ein Lauffeuer herum. Der nächste Tag sollte den Auftritt vom Freitag noch toppen. Doch bevor es am Samstag gegen 21 Uhr auf der Bühne auf dem Marktplatz losgehen sollte, besuchten die Mitglieder der Amatöne noch den ein oder anderen Workshop, die an diesem Wochenende überall in der Stadt veranstaltet wurde. Namhafte internationale Gospelsänger und Musiker luden zum gemeinen Singen, Musizieren und Erfahrungsaustausch ein. Als es dann langsam über der Stadt dämmerte, fanden sich dann alle Mitglieder der Amatöne hinter der Haupttribüne auf dem Marktplatz ein und merklich stieg die Spannung bis zum Auftritt. Punkt 21 Uhr, Showtime. Unter dem Jubel der über 3000 Zuschauer traten sie dann bereits als Geheimtipp gehandelten Amatöne auf der großen Bühne auf. Was dann folgte, war schlichtweg unglaublich. Ein großartiges Gospelkonzert voller Freude und Emotionen. Eine Stunde lang stellten die Gospel-Profis aus Jade ihr umfangreiches Können unter Beweis und hinterließen bei allen Zuschauern einen bleibenden Eindruck. Nach der Abschlussveranstaltung am Sonntag trat der Chor dann wieder die knapp neunstündige Heimreise an. Jade TV wünscht allen Mitgliedern der Amatöne weiterhin viel Erfolg und viele weitere solch klasse Auftritte.